Ja, ist heute schon der zweite von der Feuerwehr Grottendorf. Der erste war auf der Neudorfer Straße umgestürzter Baum und jetzt auf der Heinrich-Heine-Straße ein Baum, also ein größerer Baum auf dem PKW. Es war niemand im PKW drin, wir schneiden den jetzt frei, sind mit 5 Fahrzeugen und 32 Kameraden im Einsatz. Gestern früh um 10 in Zwickau losgelaufen, durchweg bis hier hoch, und in der Nacht hat uns dann der Sturm auf dem Weg überrascht, aber dass es so stark ist hier oben, das hätte man dann nicht gedacht. Ja, ne, wie Sie das selber sehen, hier geht ja sogenanntes, fast kann man sagen, Fichtenmikado los. Einer nimmt den anderen mit, bei den Sturmböen brechen die natürlich weg. Und die Straßen sind fast nun schon alle zu. Eine Zufahrt ist noch zum Pöllberg. Ich weiß jetzt nicht, ob die Feuerwehr im unteren Teil jetzt die Zufahrt schon gesperrt hat. Aber wir werden sehen, dass wir dann irgendwie noch die Chance haben, hier dann noch wegzukommen.